Ahoi und schön, dass ihr wieder mit dabei seid oder ganz neu auf meinem Kanal von Oberlecker, die vegane Kochshow. Bei mir gibt es heute ein richtig lecker, fluffig, veganes Omelett. Dazu zaubere ich einen knackfrischen, bunten, gesunden Quinoa-Salat. Leute, ganz was Abgefahrenes. Das Ganze wird getoppt mit gebratenen Artischockenherzen. Richtig lecker. Wenn euch da draußen jetzt der Zahn tropft, bleibt dran. Ich zeige euch, wie es geht. Dich erwartet hier meine vegane Küche. Genuss ohne Reue, simple Rezepte ohne Shishi mit Zutaten, die für jeden von euch überall zu bekommen sind. Ich zeige dir, wie man oberlecker mit Freude und tierleidfrei kocht. Und es geht auch direkt los. Ich beginne mit dem Salat. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unterhalb des Videos. Als allererstes widme ich mich dem Dressing. Dafür kommen in eine kleine Salatschüssel oder in eine Schale Harissa. Harissa ist eine nordafrikanische Chili-Paste, richtig, richtig lecker mit Kreuzkümmel und Koriander, Paprika, natürlich anständig Chili. Und das ist für mich, finde ich, eine wunderbare Grundlage für ein Dressing. Davon einen Teelöffel ran. Dazu kommt in gleicher Menge Tomatenmark sowie der Saft einer Zitrone. Wenn ihr jetzt eine extrem saftige Zitrone habt, geht erstmal mit einer halben ran. Da sind nicht mal Kerne drin, was ist denn hier los? So, einfach auspressen. Alles, was geht. Dazu kommt eine anständige Prise Salz. Und Pfeffer sowie ein kleiner Schwaps Agavendicksaft oder Ahornsirup. Ich werde in diesem Fall einen kleinen Schwaps Ahornsirup nehmen. Wirklich bloß ein bisschen. Olivenöl. Und das Ganze mit einem Schneebesen anständig glatt rühren. Oh, das duftet. So, direkt einmal abschmecken. Das soll jetzt eine schöne Balance zwischen Schärfe, Säure und Süße haben. Das ist hier richtig gut. Ich zeig das mal hier rein. Kann man bestimmt gut erkennen. Richtig lecker. So, die Schüssel kurz vor mich hin. Dazu gebe ich eine Viertel Salatgurke. Drittel. Die Salatgurke zunächst halbieren und das Kerngehäuse entfernen. Aber entfernen nicht im Sinne von wegschmeißen, sondern einfach aushöhlen und rein in den Mund. Mmh. Perfektes Zellwasser. Die Gurke fein würfeln. Zum Salat geben. Das mit dem Kerngehäuse, das mache ich einfach wirklich immer, dass der Salat nachher nicht allzu doll verwässert. Ansonsten kann die natürlich auch mit dran bleiben, rein vom Geschmack her. Dazu nehme ich mir 8 kleine Tomaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die einfach nur halbieren und mit dazugeben. Ach, und eins habe ich fast vergessen, während ich hier den Salat zubereite. Ich gebe hier hinten mal ein kleines bisschen Flamme drunter und röste in einer Pfanne eine Handvoll Haselnusskerne an. Ohne die Zugabe von Fett. Könntet jetzt auch Mandeln nehmen oder Walnüsse, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Aber ich habe hier gerade so eine schön leckeren Walnusskerne. Die einfach anrösten, zwischendurch immer gucken, dass die Dinger nicht anbrennen. Das hört man und riecht man aber tatsächlich. So, Gurken habe ich mit drin. Dazu kommt eine
Paprikaschote, in dem Fall hier eine rote Spitzpaprika. Einfach nur vom Kerngehäuse befreien und die ebenfalls fein würfeln. Das ist unser Salat. Hier kommt jetzt, wie gesagt, gleich Quinoa ran, in dem Fall bunte Quinoa. Funktioniert aber auch super mit Reis oder auch lecker mit Vollkornnudeln. Also dieser Salat ist tatsächlich der absolute Hammer. Wichtig ist ja hier das Dressing und ansonsten könnt ihr natürlich auch an Gemüse reinschmeißen, was ihr wollt. Hier würde auch Brokkoli passen. Also alles leckere Sachen. Schön knackige Gemüsesorten passen hier, weil man den tatsächlich auch ein bisschen länger stehen lassen kann. Und dass das Gemüse nicht allzu schnell aufweicht, einfach knackige Gemüsesorten. Dann nehme ich mir 3 Frühlingszwiebeln. Von den Enden befreien. Das Gemüse ist natürlich schon gründlich vorgewaschen. Und die Haselnüsse nicht vergessen. Sehr gut. Und die Zwiebeln in Ringe runterschnibbeln. Oh, ein Duft hier drin. Hier mit dazugeben. Dann habe ich hier einen Bund Petersilie und die schneide ich nur unten die dicken Stiele ab. Den Rest möchte ich hier mit verwenden. Einfach die Petersilie jetzt so zusammenknautschen, wie so ein kleines Bonbon, sage ich immer, und richtig fein runterschnibbeln. Wer nicht ganz so fein schneiden kann wie Icke, der geht einfach anschließend nochmal mit dem Messer hier durch und ran damit. So, wenn ihr mal seht, ich zeige mal nach hier oben, ja, die werden jetzt langsam braun. Es dauert gar nicht lange. In dem Moment, wo die wirklich anfangen braun zu werden, sind es in der Regel nur 20, 30 Sekunden und dann sind sie gut. Die warte ich jetzt hier auch noch ganz kurz ab. Die Schüssel, jetzt zeige ich auch schon mal nach oben. Sieht das nicht abgefahren aus? Und das riecht hier, das ist wirklich anständig frisch. So, stelle ich aus. Die Haselnusskerne auf ein Brett geben und grob runterhacken. So groß, wie ihr das mögt. Ich mag es tatsächlich anständig grob. Und ebenfalls mit zum Salat geben. Ja, wir haben ja gute Vitamine drin. Gute Fette durch die Nüsse und durch das Olivenöl. So, dann habe ich hier 200 Gramm vorgekochten Quinoa. Ich zeige euch den mal, wie der trocken aussieht. Falls ihr das nicht kennt, oh, jetzt zeige ich es mal besser hier rein. Ja, also den gibt es hell, den gibt es bunt, den gibt es rot. Ich liebe tatsächlich alle Quinoa-Sorten. In dem Fall, wie gesagt, roter Quinoa. Quinoa ist ganz simpel zubereitet. Die gewünschte Menge einfach in ein Sieb geben und anständig mit klarem Wasser ausspülen und danach in doppelter Menge Wasser und einer Prise Salz zum Kochen bringen, ungefähr eine Viertelstunde köcheln lassen, das übrige Wasser abgießen und für in dem Fall den Salat abkühlen lassen. So, Quinoa mit zum Salat. Lecker. Vorsichtig unterheben. Und vorsichtig unterheben hier einfach nur, dass die Tomaten hier zum Beispiel nicht allzu doll verquetschen. Das war mein Telefon. Das liegt normalerweise nicht hier, wenn ich filme. Zack. Ich hoffe, das kann man hier durch die Kamera hier oben sehr gut sehen und sich vorstellen, wie lecker das hier schon riecht. Einmal schön abschmecken. Mmh. Mmh. Mmh.
Leute, richtig gut. Dann habe ich hier, im Vollmond redet man nicht, aber ich kann gar nicht anders. Dann habe ich hier Kalamata-Oliven, den Stein entfernen, halbieren oder ganz hier mit reinschmeißen. Oh. Ich weiß nicht, wie spät es bei euch gerade ist, bei mir ist es morgens um 8. Und ich habe das schon oft erzählt, ich mag tatsächlich herzhafte und auch scharfe Sachen zum Frühstück. Es ist perfekt, es ist wirklich perfekt, diese Schärfe. Und mit dieser Harissa-Paste, die gibt es scharf, die gibt es ein bisschen was milder. Müsst ihr nur hinten rauf gucken, dass sie vegan ist, ist aber in der Regel jetzt mittlerweile auch gekennzeichnet. Und da könnt ihr euch selber so ein kleines bisschen den Schärfegrad noch einstellen, beziehungsweise haue ich mir ganz gerne zum Schluss noch ein paar Chili-Flocken mit rüber. Und zwar aus dem Asialaden, die zeige ich euch nachher auch. Das sind meine Lieblings-Chili-Flocken. Oh, Leute. Ich mache hier ganz kurz klar Schiff, dann geht es weiter mit dem Omelett und mit den gebratenen Artischockenherzen. So, und weiter geht's mit dem Omelett. Super easy peasy gemacht. Dafür habe ich hier einen Block oder eine Packung Seidentofu. Und den Seidentofu, den gebe ich jetzt samt der Flüssigkeit, die sich hier oben so ein bisschen abgesetzt hat, in einen Mixbehälter. Irgendwas, was sich zum Mixen eignet. Das heißt, das Omelett hat auch eine anständige Portion Protein. Dazu kommen 5 Esslöffel Kichererbsenmehl. Ein Esslöffel Hefeflocken. Für eine schöne goldene Farbe etwas Kurkuma. Fange ich mal langsam mit an. Und einen halben Teelöffel Kalanamak. Derjenige, der das noch nicht kennt, Kalanamak ist ein sehr schwefelhaltiges Salz. Und durch diesen hohen Schwefelanteil bringt es einen typischen Eigeschmack mit. Das heißt, in veganen pflanzlichen Gerichten, um einen Eigeschmack zu imitieren, kommt hier das Kalanamak-Salz zum Einsatz. Eine Prise Pfeffer. Und das ist es jetzt für den Grundteig für mein Omelett gewesen. Man könnte jetzt, wenn man das Omelett eigenständig genießen möchte, Zwiebeln noch mit dran machen, frische Kräuter, Paprikapulver. Dadurch, dass das Ganze aber mit dem Salat getoppt wird, hier wirklich das Grundrezept. Einmal den Stabmixer reinhalten und zu einem glatten Teig durchpürieren. So. Ja, das sieht gut aus. Den Teig lasse ich jetzt noch für ungefähr eine Minute ruhen. Eventuell dickt er noch ein kleines bisschen nach und dann kann ich noch mal ein kleines bisschen nachjustieren. Entweder ein bisschen Flüssigkeit dran oder auch Kichererbsenmehl, dass ich nachher einen schönen, sämigen Omelettteig habe. So, dann mache ich mich schon mal in dieser Minute an die Artischockenherzen. Artischockenherzen gerade aus der Dose. Da sind manche Leute so, was mache ich denn damit? Und tatsächlich, ja, wenn ich die einfach so aus der Dose nehme, sind sie extrem langweilig. Ich zeige euch aber, wie man die Teile in richtig oberleckere Geschmacksbomben verwandeln kann. Dafür hier hinten eine kleine Pfanne auf den Herd. Schon mal Flamme drunter. Das war wieder vorne. Ich nehme meinen eigenen Herd nicht mehr. Nur das Wasser von den Artischockenherzen abgießen. So, dann gucke ich mir mal den Teig an. Zieht man wahrscheinlich hier runter. Am allerbesten. Der sieht gut aus. Ich mache noch ein kleines bisschen Kichererbsenmehl ran. Dass auch ein kleines bisschen zähflüssiger wird. Mach mal ungefähr noch einen Esslöffel. Rühre das hier einfach fix glatt. So,
Perfekt. Für das Omelett ebenfalls eine Pfanne auf den Herd. Mach die Teile mal hier daneben. Bietet sich hier besser an. Ey Leute, der Salat riecht hier, das ist so krass. Okay, die kleine Pfanne ist heiß. Da hinein gebe ich etwas Olivenöl und brate die Artischockenherzen darin zunächst kross an. Schalte aber ein bisschen runter, dadurch, dass die anständig Wasser und Flüssigkeit in sich haben, spritzt das. Deswegen hier schön runterschalten. So, die Pfanne ist auch heiß. Gebe da hinein etwas Bratöl oder Olivenöl. Man könnte jetzt auch Kokosöl nehmen. Allerdings habe ich jetzt, passend zu dem Salat, möchte ich jetzt keine Kokosnote hier mit dran haben. Oh ja, jetzt ist der Teig richtig gut. Wie gesagt, ganz wichtig, den einfach mal kurz stehen lassen und hineingeben. So, jetzt schalte ich direkt runter. Die Masse reicht ihm übrigens für 2 Omelettes. Und hier ist es jetzt wichtig, wirklich bei ganz schmaler Hitze das Omelett durchbacken lassen, weil ansonsten verbrennt das jetzt von unten und ihr kriegt es nachher nicht gewendet. Also, wirklich schön schwach. Das sieht gut aus. Die Artischockenherzen durchschwenken. Schaut mal, was die schon für eine schöne Farbe hier bekommen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Bevor die aber nicht wirklich schön braun sind und ringsrum kross sind, passiert mit denen erstmal nichts mehr. Okay, dann kann ich auch hier schon mal wieder ein bisschen klar Schiff machen. Schaut mal hier. Lecker. Ja, das Omelett macht eine sehr gute Figur hier. Wenn die Ränder vom Omelett anfangen braun zu werden, dann ist es soweit, das Teil zu wenden. Ist ein bisschen tricky, gebe ich zu, aber machbar. Man könnte das Omelett jetzt auch im Ofen backen, ja? Ganz kurz anbraten und dann bei 175 Grad Umluft die Pfanne, natürlich geeignet für den Backofen, unten reinstellen. Dauert so ungefähr 8 bis 12 Minuten und dann ist das Omelett auch gut durchgebacken. So, zu den Artischockenherzen gebe ich jetzt den Saft einer halben Orange. Muss wieder aufpassen, kann spritzen. Dazu kommt eine Prise Salz. Herrlich. So, ich zeige jetzt mal nach hier oben. Der Rand fängt jetzt ganz leicht an, bräunlich zu werden. Das heißt, ich wende das Teil jetzt schön vorsichtig runter und jawohl. Perfekt. So ist es perfekt. Ich freue mich gerade wie ein Schneekönig. Manchmal ist es ja auch so, wenn ich die Kamera anschalte. Ha, hoffentlich klappt es alles beim ersten Mal, aber tippitoppi. Und das ist wirklich fluffig. Ich stelle jetzt hier die Pfanne auch aus, weil die Oberfläche eben schon fast durchgebacken war. Und da reicht jetzt die Resthitze von der Pfanne. So, zu den Artischockenherzen gebe ich Chiliflocken in Öl eingelegt. Davon gebe ich einen Teelöffel mit dazu. Wem das zu scharf ist, der nimmt einfach ein bisschen weniger.
Aber jetzt diese schöne, süßliche Zitrussäure von der Orange mit der Schärfe dazu. Ich gebe auch hier einen ganz kleinen Schwaps Ahornsirup dazu, aber wirklich nur einen kleinen. Durchschwenken. Fertig. Ich stelle beides aus, hole mir jetzt einen hübschen Teller nach vorne und werde anrichten. Bis gleich. Wow. Ein richtig schönes, weiches, fluffiges Omelett. Und das riecht grandios. Darüber gebe ich jetzt einen anständigen Schlag von dem leckeren Salat. Und in dieser Kombi hier, alleine diese Farben, die Gerüche, die Frische, das ist das, was ich immer so an diesem Essen liebe, dass alles so wahnsinnig frisch ist. Und wenn man möchte, dann knackt es und dann knirscht es. Und dann hat man ganz viele verschiedene Aromen. Schön mit den Nüssen und Oliven. Das ist hier ganz was genauet. Kommen jetzt hier drei von den gebratenen Artischockenherzen mit drauf. Und die haben das geschmacklich wirklich in sich. Dann kommt hier ein kleines bisschen Sojajoghurt drauf. Nicht nur für die Optik, sondern auch für eine schöne Säure. Dann zupfe ich hier ein bisschen Minze. Minze passt hier richtig, richtig gut zu dem Salat, zu den leicht fruchtigen Artischockenherzen und habe nochmal eine anständige Frische. Leute, und fertig ist mein seidiges Omelett mit einem absolut grandiosen, bunten, knackigen, gesunden Quinoa-Salat. Ich mache jetzt hier noch fix ein Foto und dann werde ich probieren. Und ein Foto ist gemacht. Los geht's, ich werde es mir schmecken lassen. Wow! Der Anschnitt, der ist hier schon ein Träumchen. Schaut euch das mal an hier. Und direkt mal so ein Artischockenherz hier. Ohne alles. Oh, ein Träumchen. Ein Träumchen. Hier stecken so viele verschiedene Aromen drin. Und tatsächlich aber mit Zutaten, die jetzt nicht abgefahren sind. Also auch Quinoa kriegt man ja mittlerweile fast in jedem gut sortierten Supermarkt. Oliven, Gurke, alles das, was man kennt. Eine wahnsinnige Frische durch die Petersilie, durch die Minze, einfach durch dieses knackfrische Gemüse. Ein Träumchen von diesem Omelett, das ist wirklich seidig, das ist absolut lecker. Das ist abgefahrene Küche. Einen muss ich noch. Oh. Mit diesen Nüssen hier drin. Träumchen. Und versprochen, das ist richtig gesund. Das ist richtig, richtig gesund. Das ist Essen für die Seele. Damit tut ihr eurem Körper was Gutes, eurer Seele was Gutes. Richtig gesund. Macht es auf jeden Fall nach. Jetzt höre ich aber auf zu staunen und zu wundern. Ich glaube, ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich sehr ungern. Aber hier muss ich es einfach immer dreimal sagen. Gebt diesem Video gerne ein Like. Und lasst mich unterhalb des Videos wissen, ob es euch gefallen hat, wenn ihr es nachgemacht habt, ob es euch geschmeckt hat. Aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um auch sicher zu gehen, dass ihr kein Video von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's nach, haut rein, bleibt gesund. Euer Alex. Mmh.